Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des MLPD-Podcasts, die Marktradikalen. Heute ist unser Thema Akzeptanz von Kryptowährungen in Unternehmen. Welche Gründe kann es dafür geben? Wie startet man? Und wie kann der Einsatz von Kryptowährungen selbst in Krisenzeiten dem Unternehmen helfen? Dazu haben wir uns heute Heiko und Lawrence eingeladen. Ja, wer seid ihr und was macht ihr so? Heiko, möchtest du dich kurz vorstellen? Ja, hallo erstmal. Ich bin der Heiko. Ich bin Geschäftsführer der IT-Unternehmen aus Nürnberg. Kurz ein paar Worte zu mir. Ich bin seit vielen Jahren großer Fan von Open-Source-Software. Anfangs habe ich mich nur aus Neugier damit beschäftigt. Ziemlich schnell hat sich aber daraus eine sehr tiefe Leidenschaft entwickelt, die mittlerweile auch zum festen Bestandteil in meinem Unternehmen geworden ist. So haben wir in der Lem Solution GmbH viele Projekte auch unter einer Open-Source-Lizenz gestellt und uns dadurch wichtige Einnahmequellen generiert. Um zwei Produkte könnte es heute vielleicht etwas genauer gehen, denn die kommen aus dem Bereich Crypto-Payment, was ja heutiges Thema ist. Danke. Lawrence, du? Jo, ich bin der Lawrence, wahrscheinlich besser bekannt als Lando Rothbardian. Und ich bin der Inhaber von shopinbits.de, vermutlich Europas größten Crypto-Store mit 200.000 Produkten, die man auf meiner Seite innerhalb der Europäischen Union kaufen kann. Ganz kurz. Dankeschön. Ich möchte dann an Mr. Henke Pence übergeben. Ja, hallo allerseits. Ja, die erste Frage, die sich mir stellt, was hat euch bewogen, Kryptowährungen zu akzeptieren? Warum habt ihr es nicht beim klassischen Fiat Money gelassen? Und ja, welche Vorteile seht ihr? Ja, dann würde ich einfach mal anfangen. Also, was mich speziell bewogen hat, war, dass ich mehr echte Kryptowährungsnutzung haben wollte. Also, es geht ja bei Kryptowährungen jetzt nicht nur darum, sie einfach nur zu halten, sondern dass man sie auch tatsächlich nutzen kann als Alternative zum Fiat-Money-System. Und mein persönlicher Beweggrund dafür ist ganz klar, ich bin ein freier Mensch, also will ich auch, dass mein Geld frei ist. Selbstbestimmung ist einer meiner Grundprinzipien. Und da ist das natürlich etwas unlogisch, dann zu sagen, ja gut, aber mein Geld, das überlasse ich den Zentralbanken. So. Und das ist eigentlich meine Hauptmotivation, die Kryptowährungen in meinem Unternehmen einzusetzen, dass ich sozusagen ein bisschen zurückgebe in die Community, dass die auch sehen, okay, es geht tatsächlich. Man kann Kryptowährungen in seinem Unternehmen verwenden und es macht auch Sinn, das zu tun. So, ganz grob. Heiko? Bei mir war es ja eher praktischer Natur. Ich hatte konkrete Probleme. Zum Beispiel habe ich ein spanisches Unternehmen, da ging es um Affiliate-Marketing. Da wurde Traffic eingekauft und verkauft. Und das war so über die klassischen Payment-Systeme nicht so ohne weiteres möglich, weil zum Beispiel von Seiten Google oder PayPal uns sehr strikte Regeln auferlegt wurden. Wurden die nicht eingehalten, hätte es durchaus passieren können, dass bestimmte Zahlungsflüsse gestoppt werden. Ja, daran hatte ich natürlich kein Interesse, aber auch die Kunden nicht. Und da war Kryptowährung eine mögliche Lösung. Und so hatte ich damals 2017 angefangen, das Ganze da in meinem eigenen Unternehmen als alternatives Payment zu implementieren. Natürlich war da auch ein großer Reiz, der Slogan, der damals Bitcoin im Speziellen bekannt gemacht hat, Be Your Own Bank, sei deine eigene Bank. Und das war auch einer der Gründe, warum ich da überhaupt was Eigenes gemacht habe. Denn die klassischen Payment-Anbieter, die es zu diesem Zeitpunkt schon gegeben hat, um jetzt mal BitPay einen Anbieter zu nennen, ja, hat mich da gestört, dass es alles andere als die eigene Bank ist, wenn man auf einen externen Dienstleister setzt. Naja, und wie ich eher schon gesagt habe, Freude, Open Source und Problemlösen und so sind damals die ersten eigenen Projekte aus diesem Bereich entstanden. Okay, bei Lawrence höre ich heraus, er hat vorher schon tatsächlich mit Kryptowährungen gehandelt und hat schon einiges gehabt. War das bei dir auch so, Heiko, oder hast du erst durch die unternehmerische Tätigkeit dann an diese Kryptothematik gefunden? Genauso war es, wie du vermutet hast. Ich bin deutlich später als Lawrence dazu
Gibson im Februar, als ich meine ersten Kontakte mit Kryptowährungen hatte, damals, ja, aus Gewinnabsicht, gebe ich zu, ich habe geguckt, was gibt's da, kann man damit Euro verdienen? Und erst viel, viel später, nachdem ich mich mit der ganzen Materie immer intensiver beschäftigt hast, habe ich gesehen, welche Möglichkeiten sich daraus ergeben. Und wie ich schon sagte, gab es dann, wie es der Zufall will, auch ein Problem, welches zu lösen war. Und da kam das ganze Thema Kryptowährungen bei mir ins Spiel und hat sich mittlerweile seit 2017 zu einem sehr festen Bestandteil im Unternehmen entwickelt. Okay, bei Lawrence meine ich zu wissen, dass der Großteil über Kryptowährungen stattfindet. Genau. Gehe ich da recht in der Annahme? Bei Heiko würdest du, kannst du das gewichten? Also kannst du sagen? Kann ich ziemlich genau gewichten, weil ich da relativ ausführliche Statistiken führe. Sagen wir mal, das hat sich jetzt natürlich, seitdem die Kryptowährungen so im Kurs so angestiegen sind, natürlich verändert. Aber darum nehme ich mal als Beispiel 2018, 2019, da lagen bei uns so die Umsätze bei Pi mal Daumen 1,5% der Umsätze, die im normalen Business angekommen sind, wurden in Kryptowährungen gemacht. 2017 war es etwas höher, als da noch viel im Affiliate-Marketing lief. Ja. Und jetzt 2021 hat es natürlich sich also stark angehoben. Das sind aber auch nicht unbedingt durch die Neukunden, die jetzt dazukommen, sondern eher durch die Bestandskunden, die wir natürlich über viele Jahre betreuen und die im Laufe der vielen Jahre auch immer mehr die Vorteile erkannt haben. Aber da kommen wir dann später noch genauer darauf zurück. Genau, also bei mir ist die Gewichtung ein wenig anders. Also bei mir sind es 90% Kryptowährungszahlungen, Pi mal Daumen jetzt, und höchstens 10% in Fiat Money. Also auf Shop-in-Bit kann man nämlich auch mit PayPal und Vorkasse bezahlen. Daher sind dann die 10%. Ja. Ja, die Frage kam auf, das ist das, was die meisten Unternehmer so in Diskursen gesagt haben oder geäußert haben, dass sie nicht wissen, wie sie starten sollen, wie ja, sie überhaupt das implementieren sollen, wie es mit der Buchhaltung läuft und so weiter. Und wir haben euch beide ja eingeladen, um herauszufinden, wie sollte man oder wie könnte man vorgehen? Wie seid ihr vorgegangen? Das wäre jetzt meine nächste Frage. Jo. Möchtest du zuerst anfangen, Heiko? Weil okay, fange ich mal von mir an. Technisch eigentlich. Ja. Es gibt da die ersten Kontakte, vielen jedem Kleinunternehmer empfehlen, und zwar mit dem Handy. Ja, ich habe bei mir ein Wallet installiert, ja, ein Gegenüber wollte bezahlen und hat das einfach gemacht, indem wir unsere Handys gegeneinander gehalten haben. Das war simpel, einfach, schnell und hat funktioniert. Erst später, als ich dann das im größeren Stil aufziehen wollte, fing ich da an, halt eigene Software auf der Webseite beziehungsweise in den Webshops zu implementieren. Und das ist halt der Schritt, der damals deutlich komplizierter war, als es heute ist. Welchen Tipp kann man heute geben? Such dir ein Shop-System, was irgendein Krypto-Payment unterstützt. Ja, versuche da jetzt gar nicht die Zeit zu investieren, sowas selber zu basteln. Das ist die Mühe nicht wert. Ja, es gibt mittlerweile echt genug auf dem Markt. Ja, implementiere das in deinem Shop. Und wichtig, erzähle darüber, dass du Kryptowährung akzeptierst, denn sonst wissen es die Leute nicht. Großer Fehler, den ich auf vielen Seiten sehe, die Kryptowährung akzeptieren, die schreiben es nicht hin. Und dann wundern sie sich, dass es kaum Kryptoumsätze gibt. Bei uns ist es zum Beispiel so, in jeder Rechnung, die ein Kunde kriegt, und wir machen reines B2B, 100% B2B, steht überall im Footer drin, dass er 5% Skonto kriegt, wenn er mit einer Kryptowährung bezahlt. So, und so über die Möglichkeit, ein paar Euro zu sparen, gibt es den einen oder anderen Unternehmer, gerade jetzt in der Corona-Zeit, mein Gott, jetzt kann ich die paar Prozent Skonto gut gebrauchen und dann schauen sie doch mal an, wie funktioniert das Ganze. Genau, von meiner Seite ähnlich. Ich brauchte ja für mein Shop-System brauchte ich ja eine einfache Lösung, um die Kryptowährung zu akzeptieren. Und im Endeffekt ist die wichtigste Maxime, die sich jeder Unternehmer nehmen sollte, die der Bitcoiner. Nämlich, was ist die erste Regel im Bitcoin Fight Club? Not your keys, not your coins. Das ist ganz wichtig. Man kann genug Geld damit verbraten, irgendwelche Dienstleister zu verwenden. Da gibt es auch viele Fallstricke. Aber wenn man sich daran hält, die Coins selber zu halten,
dann ist das eigentlich relativ einfach. Also so wie Heike schon gesagt hat, man hat ein kleines Restaurant oder ist ein Kleinunternehmer, na, dann packt ein Handy rein. So, die meisten Handys sind nicht mehr so teuer. Und damit kann man dann das Payment-System abbilden. Auf einer Webseite geht es halt darum, dass die Zahlungen immer ankommen, dass du da keinen Stress hast und nicht irgendwie erst zum Server-Experten willst. Also ich persönlich bin nicht der Techie, das ist tatsächlich der Heiko bei uns. Ich bin tatsächlich rein, ja, ich nenne es jetzt mal der Shoppy, ne? Und was man halt möchte, ist, dass die Zahlung immer funktioniert, dass die richtig ankommt, richtig registriert wird und zu dem Kunden zugeordnet wird. Und deswegen benutze ich unter anderem das CryptoPanel und den BTC Pay Server. So, das sind die zwei Tools, die man, wenn man eine Webseite hat, wo Zahlungen eingehen sollten, die ich persönlich empfehlen kann aus über 2 Jahren Erfahrung jetzt. Ja. Gibt's da besondere Vorteile, die du jetzt irgendwie hervorstellen möchtest? Oder ist das einfach erfahrungsgemäß Abwicklung, Nutzerfreundlichkeit und so weiter? Auch. Also beim CryptoPanel, das ist ja das Baby vom Heiko, das ist halt für die größten Kryptowährungen die einfachste Art, die zu akzeptieren. Und was mir persönlich immer wichtig ist, ist möglichst wenig Datenaustausch mit Drittparteien. Also ich bin ein großer Freund von Privatsphäre und deswegen schaut Heikos Tool nur, ist eine Zahlung angekommen auf diese Adresse, die jetzt speziell generiert wurde? Ja, nein. Und dann kriege ich diese Meldung sozusagen digital ins System. So, die Coins landen aber nicht beim Heiko, sondern die gehen direkt an mein Wallet. Da muss man keine technischen Kenntnisse haben. Ich glaube, der Installationsprozess hat, wenn es hochkommt, 5 Minuten gedauert. Wenn man schneller klickt und tippt, wahrscheinlich weniger. Und dann läuft die ganze Sache. Also das ist wirklich die einfachste Methode für jeden, der es mal testen möchte, die reinzunehmen. Den BTC Pay Server habe ich aus 2 Gründen drin, nämlich Heiko unterstützt nicht alle Kryptowährungen, die ich gerne meinen Kunden anbieten möchte. Und da brauchte ich halt eine andere Lösung und dafür hat man den BTC Pay Server. Das ist eine Open Source Software, die kostet auch nichts. Man muss die halt nur auf seinem Server einrichten, dass die dann auch läuft. Also ich benutze die zum Beispiel für Monero und für Bitcoin Lightning-Zahlungen. Ja. Das ist aber natürlich, da braucht man tatsächlich schon ein bisschen technisches Verständnis, also nicht ganz so einfach. Also wer wirklich super einfach haben will, CryptoPanel. Okay. Die nächste Frage, da wäre jetzt die Überlegung. Also wir haben jetzt geklärt, wie das Geld an den Händler kommt, also wie der Austausch stattfinden kann. Wie läuft es in der Buchhaltung ab bei euch? Wie verbucht ihr diese Zahlungen? Welche Hürden seht ihr gesetzlich? Ja, und so weiter. Ja, fang mal mit der Buchhaltung an. Also ganz wichtig natürlich, wir sind keine Steuerberater. Es ist keine Steuerberatung, keine Finanzberatung, keine Rechtsberatung. Also wie ich es mache, ist so, dass ich die Kryptowährungen wie Fremdwährungskonten behandle, praktisch. Also ich habe eine Liste, wo meine Ein- und Ausgänge für die jeweilige Kryptowährung drinstehen und die reiche ich an den Steuerberater weiter. So, das ist erstmal das ganz Grundlagenbuchhaltungslevel. Ne? Des Weiteren muss man sich auch vor Augen führen, dass wir in Deutschland ja Vertragsfreiheit haben. Ne? Also ob du dich jetzt in Kryptowährungen bezahlen lässt oder in Kühen oder in Muscheln, ist dem Gesetzgeber streng genommen egal. So. Der wichtige Punkt ist, dass man es in Euro umrechnen kann und daraufhin seine Steuern zahlt. Daher ist es 100% legal, also mit allen, mit denen ich gesprochen habe, die aus der Rechts-, Finanz- oder Buchhaltung oder Steuerberatung kommen, gab es keine Rückmeldung, dass das in irgendeiner Form illegal wäre. Also das ist etwas, was, glaube ich, ein weit verbreiteter Irrtum ist, dass es illegal wäre, Kryptowährungen zu nutzen oder zu akzeptieren. Ja. Ein Stolperstein ist das, was ich vorhin gesagt habe, nämlich not your keys, not your coins. Also wenn man auf die Idee kommt, es sich einfach zu machen und sagt, ja, hier irgendein Drittanbieter, der macht das für mich. Also hier Coinbase Commerce, BitPay,
und was weiß ich, wer die anderen Anbieter sind. Das ist ein großer Stolperstein, da diese alle keine BaFin-Lizenz haben. Also das gilt jetzt nur für deutsche Unternehmen, die in Deutschland ansässig sind. Also für um diese Zahlungsdienstleistung anbieten zu dürfen, braucht man in Deutschland eine BaFin-Lizenz. Wer die nicht hat, kann sich sehr schnell sehr großen Ärger einhandeln. Deswegen mein Appell an alle Unternehmer, die hier in Deutschland ihre Firma mit ihrer Firma ansässig sind, not your keys, not your coins, ist euer oberstes Credo. Dann habt ihr absolut keinen Stress. Jetzt in Österreich oder anderen Ländern, jetzt besonders in Österreich ist es ja super einfach, da kann man ja zum Beispiel Salamantex verwenden. Ich habe die Jungs auch getroffen, sind super nett. Also wenn ihr ein österreichisches Unternehmen habt, solltet ihr vielleicht mit Salamantex sprechen. Die haben sogar diese ganzen Payment Terminals und was weiß ich für den ganz normalen Retail Laden. So. Und das ist auch der Grund, hier wieder not your keys, not your coins, warum ich den BTC Pay Server auch am Laufen habe, zum Crypto Panel dazu. Wir hatten nämlich überlegt, die Lightning-Zahlungen auch ins Crypto Panel zu integrieren. Und da war dann das Problem, ein Lightning Wallet ist ein Hot Wallet und das muss da laufen. Also hätte ich die, hätte ich meine Coins bei Heiko liegen lassen müssen. Und das ist rechtlich ein absolutes Minenfeld. Deswegen musste ich das auslagern auf den BTC Pay Server, dass die Coins tatsächlich auch nur in meiner, ja, Gewalt ist das falsche Wort, aber mir fällt gerade kein besseres ein. Ist, ja. Absolut richtig, was Lorenz sagt. Ja, das war einer der Gründe, die wir uns machen wollten. Ja, denn wir dürfen und wollen keinerlei Finanztransaktionsgeschäfte machen, weil, wie Lorenz mehrfach richtig gesagt hat, wir dann durch die BaFin reguliert werden müssten. Ja, der nächste Punkt, der aber auch da ist, ja, in dem Moment ist der Kunde nicht mehr Herr seines Geldes. Und das ist das oberste Prinzip, was da ist. Ergänzend zu dem anderen Punkt, den Lorenz gesagt hat, der auch noch sehr, sehr wichtig ist und leider Gottes in der EU häufig nicht ernst genug genommen wird, ist das Thema Datenschutz bzw. DSGVO. Denn wenn ich jetzt einen externen Dienstleister, egal welchen, bei mir verwende, dann muss ich mit diesem einen sogenannten AVV, Auftragsverarbeitungsvertrag, wie man es jetzt auch nennen mag, abschließen. Der beinhaltet viele Punkte, unter anderem auch das Recht auf Vergessen. Wenn ich diesen Vertrag aber nicht abschließen kann, weil der entsprechende Dienstleister etwas sowas nicht anbietet, dann geht das nicht. Das heißt, wenn jetzt ein Kunde auf meine Webseite kommt und sagt, hey, ich will, dass du meine Daten löscht, dann gebe ich das normalerweise, wie im AVV geregelt, an den externen Dritten weiter und der macht das dann. Wenn aber ein solcher Vertrag nicht existiert, huha, dann kann es richtig Ärger geben, ja. Und zwar, wenn jetzt einer mir einen reinwürgen will, nur mal angenommen, es gibt böse Menschen, dann muss er mich nicht mal anzeigen oder irgend sowas. Dann geht er zur Datenschutzbehörde und sagt, schauen Sie mal, der und der Shop, ja, der bietet ein Payment-System an und ich bin mir nicht sicher, ob er meine Daten überhaupt ordnungsgemäß archiviert beziehungsweise auf Verlangen richtig löschen kann. Und wenn die das dann überprüfen, dann finden die immer was. Ja, also das heißt nicht, dass es keinen Anbieter gibt, der das alles sauber macht. Möglich, ich weiß es nicht. Mir persönlich ist es einfach zu riskant. Und das war auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, na, da gehen wir einen anderen Weg. Genau, also das Risiko ist tatsächlich ziemlich hoch. Also versucht mal mit einem amerikanischen Unternehmen so ein AAV zu unterschreiben. Also das geht nicht. Das geht prinzipiell nicht. Die antworten gar nicht. Ja, also es wird einfach knallhart ignoriert. Ich hatte es auch am Anfang 2018, als ich die Vorrecherche gemacht habe, hatte ich auch danach gesucht und gefragt und ja, peinliche berührtes Schweigen in E-Mail-Form kam zurück. Daher ist das aus europäischer Unternehmersicht oder ganz speziell deutscher Unternehmersicht ein gefährliches Spiel, was man nicht treiben muss. Also ich möchte das nicht EU, Lorenz. Das ja, ist in der EU. Ganzen EU nicht so möglich. Ja, also wie gesagt, man kann auf Nummer sicher gehen, indem man sich einfach nur an sein Bitcoin-Credo hält. Not your keys, not your coins. Und man kümmert sich in Anführungsstrichen selber drum oder sorgt dafür, dass keine personenbezogenen Daten, sei es nur die IP-Adresse, irgendwo durch die Welt fliegen müssen. Richtig.
Okay, bei den Auszügen, wie handhabt ihr das dort mit der Umrechnung, also Fremdwährungskonten, vielleicht könnt ihr das ja kurz erklären, wie so ein Auszug aussehen muss, damit er eben für den Steuerberater auch entsprechend geht. Also das ist relativ simpel, also erstaunlich simpel, wobei es meiner Meinung nach nicht ganz sauber. Und zwar eigentlich ist es so, nehmen wir jetzt mal den Vergleich US-Dollar-Konto, dass jetzt bei einer Bilanz, angenommen, du hast eine GmbH, du musst ja, bist ja bilanzierungspflichtig und du willst zum Beispiel zum Jahresabschluss am 31.12. eine Bilanz erstellen. Da wird geguckt, aha, was hat er auf dem Konto? Zum Beispiel 1.000 Dollar. Was sind die Dollar heute wert? Dafür gibt es echte Listen, wo man halt nachgucken kann. Ja, und dann weiß man, alles klar, der hat jetzt so und so viel Euro umgerechnet auf seinem US-Dollar-Konto. Soweit, so gut. Im Kryptowährungskonto ist das ein bisschen komplizierter. Zwar gibt es hier auch genug Stellen, die dir einen Umrechnungskurs liefern können, nur ist Deutschland leider eins der wenigen Länder, zu denen es keine fixen Listen gibt. Das heißt, man kann jetzt nicht das Finanzamt München, was auch immer, fragen, hey, was ist heute ein Bitcoin wert? Können Sie nicht antworten, ja. Was wiederum aber zur Folge hat, ja, dass es zumindest in diesem Part zumindest mir nicht bekannte Einschränkungen gibt. Es ist, wenn man das jetzt wenn man das sauber protokolliert, das heißt, ich habe heute einen Bitcoin zum Preis von 50.000 US-Dollar eingenommen, ja, also im Gegenwert habe ich ein Produkt, eine Dienstleistung im Werte von 50.000 Dollar verkauft, dann schreibe ich das bei mir in meinem Warenwirtschaftssystem so auf. Das heißt, es wird eine Errechnung erstellt, wie ich ja in Deutschland machen muss, steht dort unten drunter der Wert in Euro. Und dann kriege ich im selben Moment die Währung, zum Beispiel Bitcoin, von dem entsprechenden Kunden überwiesen. Okay. Der Steuerberater kann bei mir auf mein Warenwirtschaftssystem zugreifen und hat diese Daten vor sich liegen. Wenn ich es jetzt nun verkaufe, sieht der Steuerberater, wenn ich den Bitcoin zum Beispiel bei einer Exchange wie zum Beispiel Kraken.com verkauft habe. Dort habe ich ja auch wieder einen Zahlungsnachweis, da ist ein Bitcoin reingekommen und im Gegenzug so und so viel Euro raus. Ob da jetzt ein Umrechnungsfehler bei Kraken ist oder kann nicht ausgeschlossen werden. Fakt ist, dass diese Vorgehensweise, die ich gerade versucht habe zu skizzieren, keine Probleme macht. Und mir ist auch kein Fall bekannt, dass ein Unternehmer, der das ähnlich gemacht hat, damit irgendwelche Nachteile hatte. Und Lauren, so wie ich verstanden habe, machst du es ja genauso, richtig? Genau, also es ist bei mir exakt das Gleiche. Deswegen kein Kommentar weiter. Total simpel. Super. Ja. Das heißt, man protokolliert, was hat man bekommen, als man jetzt irgendein Produkt oder eine Dienstleistung verkauft hat. Ja. Und dann protokolliert man genauso, was hat man in Euro gekriegt, als man diese Kryptowährung wieder verkauft hat, wenn man es überhaupt verkauft. Ja. Das heißt im Grunde genommen, der Regulierungswahn Deutschlands hat dazu geführt, dass man noch keine einheitliche Vorgehensweise hat. Und das ist in europäischen Ländern, die es mehr akzeptieren oder die mehr Rechtssicherheit dort geschaffen haben. Richtig. Okay. Ja. Österreich ist da zum Beispiel sehr, sehr gut. Die haben feste. Aber auch die Schweiz und zum Beispiel auch Luxemburg nicht, aber doch Luxemburg, die haben da auch feste Listen. Wo man bei der Bilanz nachfragen kann. Ja, die haben, wie du es sehr schön formuliert hast, die entsprechende Rechtssicherheit geschaffen. Richtig. Okay, wie geht ihr mit den Währungen um? Also wie geht ihr mit dem eingenommenen Geld um? Es ist ja in Deutschland so, dass Kryptowährungen, die man über ein Jahr gehalten hat, steuerfrei ausgeschüttet werden können. Wie geht ihr selbst mit dieser Situation um? Also bewahrt ihr alle Einnahmen ein Jahr auf oder kann es passieren, dass ihr Teile der Einnahmen eventuell vorzeitig investiert? Ist das ratsam, wäre die Frage. Lorenz, fang du an. Ja, ich glaube, das passt ganz gut. Also ist es ratsam, die lange zu halten? Das ist immer eine eigene Ermessensfrage. Also als ich jetzt damals angefangen habe, Dezember 2018 habe ich Shopping bitte eröffnet, da war ja der Kurs auch erheblich niedriger. Ne? Also ich glaube, es waren 3.500 Euro pro Bitcoin oder so. Ganz andere Zeit. Also was man natürlich versuchen sollte,
ist so viel wenige Coins wie möglich. Oder besser gesagt, ich versuche, so wenig Coins wie möglich umzutauschen. Ist klar. Allerdings muss ich auch meine Lieferanten bezahlen. Und je nachdem, wie die Zahlungsziele sind oder wie gut die separaten Fiat-Einnahmen sind, kann man ja das dann ein wenig hinauszögern, die Coins umzutauschen oder tatsächlich auf mehr als ein Jahr verschieben. Also ich bin ja eine Personengesellschaft, daher kann ich tatsächlich auch die Einjahresfrist mit nutzen. Das ist bei der GmbH oder den anderen Kapitalgesellschaften ein bisschen anders. Da kann Heiko sicherlich später nochmal was dazu sagen. Daher ist es natürlich eine gute Idee, zu versuchen, so lange wie möglich die Coins zu halten, um die Steuerlast gering zu halten. So. Geht halt nicht immer. Und was mir persönlich dann geholfen hat, was ich dann über die Monate und Jahre für mich selber auch festgesetzt habe, ist ein Limit. Also wenn man diesen, ich nenne es Anführungsstrichen, Volatilitätsstress hat, dass einfach mal der Kurs um 10% nach oben oder nach unten geht und man einen Großteil seiner Einnahmen da drin hat, dann sollte man sich einfach eine Zahl setzen, ab der man sofort die Coins umtauscht. So. Ich persönlich versuche das so weit wie möglich im Rahmen meiner Zahlungsziele mit meinen Lieferanten hinauszuzögern. Aber ich habe selber einfach eine feste Zahl gesetzt, wo ich sage, okay, ist eine Bestellung über diesen Wert, dann wird der Einkaufspreis, also das, was ich den Lieferanten dann im Endeffekt zahlen würde, umgetauscht. So, um einfach das Risiko gering zu halten. Also ich kann dem Lauren zustimmen, es ist nicht, ja. Das ist der Grund, warum ich 2017 die Einnahmen abgekauft habe. Das hat dazu geführt, dass mein Steuerberater mich sehr dort lieb gehabt hat, weil es waren immer genug liquide Mittel im Unternehmen und es sah halt alles ganz sauber aus. Und damals hatte der Steuerberater noch sehr, sehr wenig Ahnung von dem ganzen Krypto-Thema, ja. Und so mussten die sich nicht miteinander mit dem ganzen Thema überhaupt auseinandersetzen. Das änderte sich schlagartig, als es dann immer mehr wurde im Unternehmen, wobei auch hier zum Thema Volatilitätsrisiko muss ich auch sagen, dadurch, dass ich insgesamt nur 1,5% der Umsätze in der Kryptowährung bekommen hatte, war es mir relativ wurscht. Ja, dann gehen wir mal davon aus, dass es jetzt Schwankungen von 10% gibt. Ja, dann ist das schon krass, wenn man jetzt mal auf den Monat sieht und so weiter. Und 10% von 1,5, das ist vernachlässigbar bei jeder Mitarbeiter, hat ein höheres Risiko als das, was da reinkommt. Und das ist das, was viele nicht vergessen dürfen. Es werden nur, leider Gottes, am Anfang sehr, sehr wenige in einer Kryptowährung bezahlen. Das heißt, dieses Problem sollte man ernst nehmen, Währungsschwankungen, ja, aber nicht überdramatisieren. Das ist es nicht wert. Ja. So, und wie ist es dann später geworden? Jetzt ist es bei mir so, dass ich warte, bis ein bestimmtes Limit zusammengekommen ist. Ich werde also nicht bei 1,234 Dash, um mal eine andere Kryptowährung zu nennen, jetzt sofort das Geld auscashen. Um Gottes Willen, nein, das mache ich nicht. Sondern erst, wenn ein bestimmter Pulk zusammengekommen ist, weil auch ich ähnlich wie Lorenz versuche, bestimmte Dienstleister oder auch Produkte in Kryptowährungen zu bezahlen. Ja. Nur wenn der Berg zu groß geworden ist, dann geht es zu einer Exchange und das dauert mittlerweile wenige Minuten und das Geld ist dann auch nächsten Tag auf dem Konto. Also das heißt, die Technik hat sich mittlerweile so weit entwickelt, dass man hier erstens auch keinen externen Dienstleister benötigt und zweitens sollte es, warum auch immer, mal irgendwelche Schwankungen auf dem Markt geben, sehr kurzfristig und wirklich sehr schnell reagieren kann. Mein Eindruck ist, dass die Kursschwankung schon eine der größeren Hürden für die Bereitschaft ist. Also es hat sich bei einigen Unternehmern durch die Medien auch so ein bisschen gefestigt, dass es ja viel zu volatil ist und dadurch ein Unternehmer das gerne mit dem Mindset dran geht, dass die Währung selbst erstmal nur als Kanal dient, aber im Fiat letzten Endes landet. Ihr handhabt das ja, glaube ich, eher so, dass die Währung, dass ihr behaltet den Bitcoin und tauscht ihn nicht in Fiat um. Also soweit möglich, ja. Ich sehe es halt langfristig, ja. Aber auch nur deswegen, zumindest in meinem Unternehmen, relativ wenig Umsätze sind
prozentual gesehen, die in Kryptowährungen kommen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich würde anders argumentieren und anders jetzt auch reden, wenn bei mir, wie bei Laurens, 90% meiner Umsetzung in der Kryptowährung erfolgen. Ja, denn bei mir ist reines B2B-Geschäft, das ist komplett anders als bei Laurens, wo halt doch viel B2C ist. Ja, und ja, dann wäre für mich das auf jeden Fall ein Problem, die Währungsschwankung. Aber auch um hier nochmal zu relativieren, selbst wenn dem so wäre, selbst wenn 90% meiner Kunden in einer Kryptowährung bezahlen würden, wäre das Problem auch nicht so krass. Im Gegenteil, ich wäre viel, viel schneller liquide, als es derzeit ist, wo die Leute nach 30, 40, 50 Tagen erst zahlen. Weil die Kryptowährung ist im Normalfall sofort da. Und wie ich schon gesagt habe, ich kann sie relativ schnell und kompliziert dann auscashen, sodass es am nächsten Tag auf meinem Fiat-Konto ist. Und man darf eins nicht vergessen. Kryptowährung, nur der Kryptowährung, ja, das ist nicht wert. Ja, das ist ein schönes Spiel. Ja, aber wie ich ganz am Anfang des heutigen Podcasts ja von meiner Seite zumindest erzählt habe, lösen die Kryptowährungen bei mir ein echtes Problem. Und dieses Problem ist es zumindest bei mir wert, auch bei einem bestimmten Risiko, Kryptowährungen zu akzeptieren. Weil ohne diese Kryptowährung hätte ich bestimmte Kunden nicht. Genau, also um da gleich mit reinzugrätschen, bevor man sich auf die Volatilität versteift sozusagen, also ja, die Massenmedien sind da sehr gerne bereit, das alles den Kryptowährungen den schwarzen Peter zuzuordnen. Ne? Aber der Punkt ist, dass mein Geschäftsmodell ist schon wirklich extrem. So, also die aus anderen Berichten von anderen Leuten, die auch Kryptowährungen akzeptieren, die sind eher in Heikos prozentualem Prozentsatz unterwegs als ich jetzt. So, das hat ja auch, also wie gesagt, ich bin ja schon ziemlich lange jetzt in Kryptowährungsjahren mit Shop&Bit dabei und ich spreche ja speziell die Leute an, die Kryptowährungen bereits haben. Dass man bei mir auch mit PayPal oder Vorkasse bezahlen kann, ist relativ neu. Aber der viel wichtigere Punkt für jetzt als Unternehmer, der auch mit internationalen Kunden zu tun hat, oder es reicht sogar schon europäischen Kunden zu tun hat, ist eine ganz einfache Sache. Ja, man hat einen Kunden, jetzt sagen wir mal aus Slowenien, ja, und der möchte ein MacBook bei euch kaufen. Ja? So. Wenn ihr das jetzt standardmäßig mit PayPal macht, ne, dann bekomme ich von PayPal zwar die Bestätigung, ja, Geld ist eingegangen. Aber der Kunde hat immer noch 4 Wochen danach Zeit zu sagen, nee, Moment, ich habe das nicht bestellt. So, das MacBook ist unterwegs, habt 1.500 Euro gerade verloren und ihr müsst jetzt erstmal beweisen, dass ihr tatsächlich die Ware losgeschickt habt und dass der Kunde sie auch tatsächlich erhalten hat. So, das kann dann nochmal 4 Wochen dauern. Hatte ich alles bereits schon hinter mir. Mit PayPal sich zu streiten, ist kein Spaß. So. Das heißt, im Endeffekt würde man sich als Unternehmer sagen, naja, ist es mir tatsächlich wert, einen Mitarbeiter 4 Wochen lang auf mögliche Betrugsfälle zu setzen, anstatt dass er was anderes macht? So. Also überlegt man sich, will ich PayPal-Kunden, die aus anderen europäischen Ländern kommen, überhaupt nehmen? Und bei Kryptowährungen gibt es dieses Problem nicht. Die Frage, ob das Geld da ist, klärt sich bei Bitcoin in 10 Minuten und bei anderen Kryptowährungen sogar schneller. Das war's. Es ist eine finale Sache. Sind die Coins auf deinem Wallet? Ja oder nein? Da gibt's keinen dazwischen. In den 10 Minuten? Ja. Danach? Nicht mehr. Sobald die Bestätigungen da sind, hat man das Geld in den Händen. Und damit kann man auch die verrücktesten und teilweise auch kostenintensiven Produkte an ausländische Kunden schicken. Also zum Beispiel, ich hätte, wenn ich nur PayPal akzeptieren würde, niemals hier so eine Poolheizungspumpe für so ein 40 Kubikmeter Pool oder Porsche-Reifen oder so eine 10.000 Euro Workstation irgendwie in ein osteuropäisches Land geschickt oder in skandinavische Länder. Die sind alle viel zu weit weg. Ein Rechtsstreit in solche Länder zu tragen, ja, kann man machen, wenn man zu viel Geld übrig hat. Aber genau in solchen Zeiten wie diesen sollte man sich dreimal überlegen, wo man jetzt ein neues Fass aufmacht. Daher sind Kryptowährungen für mich die einfachste Art, meinem Geschäft nachzugehen und tatsächlich dem klassischen, ich sag jetzt mal, libertären Unternehmertum hinterherzukommen. Angebot, Nachfrage muss man sättigen und Ware verkaufen und Geld einnehmen, um profitabel zu sein.
und nicht sich darum zu kümmern, ob irgendwelche Zahlungsdienstleister mein Geld zurückhalten und dann aus eigener Kasse irgendwas, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also im Endeffekt, man macht es sich viel einfacher. Und das ist eigentlich mein persönlicher größter Pluspunkt, den sich alle Unternehmer aufschreiben sollten. Ja, stressfrei, 0% Chargeback, 0% Risiko, Waren international verkaufen will, der kommt an Kryptowährungen nicht mehr vorbei. Und natürlich embargofrei, darfst du auch nicht vergessen. So ein Oldtimer-Car-Service auf Kuba aufsetzen, das war putzig. Der war auf der Insel und hat versucht, auf sein Konto zuzugreifen von der Insel übers Internet. Das Ergebnis war, dass sie ihm sein Konto zugemacht haben, weil er auf bösem Boden gesessen hat. Ja, der hatte ein Problem. Wenn man mit diesen Leuten dort Geschäfte machen will, ist es mit dem klassischen Fiat-System ein echtes Problem. Und man kann sich nicht darauf verlassen, dass man, wenn man selbst alles 100% sauber macht und so weiter, dass das Geld dann wirklich beim Empfänger ankommt, beziehungsweise im Gegenzug, wenn man Gelder von solchen ach so bösen Menschen bekommt, ja, dass die dann einem wirklich auch gut geschrieben werden. Ja. Und wenn man diese Freiheit haben will, selbst zu entscheiden, für wen und mit wem man arbeitet, auch dann ist Kryptowährung die Lösung, zumindest für mich. Geht nicht etwas Rechtssicherheit für den Konsumenten verloren dadurch, dass Kryptowährungen tatsächlich ja an den Händler geschickt werden und nicht wie eine klassische Überweisung? Gut, bei Überweisung ist es auch nicht unbedingt der Unterschied. PayPal als Zwischendienstleister, bei dem man immer noch beanstanden kann, dass die Ware nicht angekommen ist. Gucken wir. Also vielleicht kann ich dazu was sagen. Also das ist etwas, was man vielleicht ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte. Also rechtlich gesehen ist das Warentauschgeschäft ja nicht anders als mit Euros. Ne? Also selbst wenn du mich jetzt mit Bitcoins bezahlt hast und ich dir die Ware nicht liefere, na dann nimmst du einen Rechtsanwalt und dann gibt's eine klassische Anzeige und das war's. Also ich bin ja ein deutsches Unternehmen. Ne? Was man allerdings bedenken sollte, ist, dass natürlich die Kryptowährungen eine ganz spezielle eigene Kultur haben. Ne? Also wie wir ja vorhin schon erwähnt haben, not your keys, not your coins, bedeutet auch, dass man natürlich beim Kunden Vertrauen aufbauen muss. Ne? Und das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Allerdings, wenn dieses Vertrauen einmal da ist, dann kann man sich darauf einstellen, dass mehr Leute bereit sind, mit Bitcoin oder anderen Kryptowährungen zu bezahlen. Also das, ja, müsste fast sagen, altertümliche Verfahren, dass man sich einen Ruf aufbauen muss als Unternehmer, damit Kryptozahlungen auch in größeren Mengen ankommen, ist wieder gegeben. Also man kann nicht einfach sagen, ja, ich bin so ein großes Unternehmen, blablabla, dann interessiert die Leute nicht. Die Leute interessiert, sind sie vertrauenswürdig, haben sie einen guten Leumund, sind sie vielleicht sogar ein bisschen bekannt in der Kryptoszene. Und dann kann man sich darauf einstellen, dass man die 1,5% Quote tatsächlich auch übersteigen kann. Aber ganz jetzt nur auf dem rechtlichen Level ist es einfach nur ein klassisches Warentauschgeschäft. Und da kann man nicht, da ist es nicht anders. Das mit PayPal zusammenzuarbeiten, gibt einem nur falsche Sicherheit. Weil PayPal kann ja auch aus irgendwelchen Gründen irgendwann sagen, sie haben versucht, kubanische Zigarren zu kaufen von einem deutschen Händler oder so. Aber es stand Kuba drin in der Produktbeschreibung. Dann kann es sein, dass PayPal sagt, nee, wir frieren ihr Konto ein, wir sind ein US-Unternehmen. Diese Beschränkung gilt gar nicht für deutsche Kunden, aber sie sind ein US-Unternehmen. Und somit ist das Verlassen auf eine dritte Partei sogar noch schlimmer, als einfach nur dem Händler das Geld zu schicken. Ganz genau. Ja, darauf habe ich auch ein bisschen abgezielt. Also die Reputation und das direkte Handeln mit dem Geschäftspartner und nicht dem Mittelsmann, den man als scheinbare Instanz dazwischen irgendwie betrachtet. Also ich kenne mittlerweile sehr viele, die mit PayPal massiv schlechte Erfahrungen haben, sowohl auf Händler- als auch auf Konsumentenseite. Aber man beruft sich gerne darauf, dass PayPal ja eine neutrale Instanz ist, die schon dafür sorgt, dass die Ware ankommt oder dass sie ihr Geld wiederbekommen. Man darf aber nicht vergessen, warum gibt es PayPal? Warum ist es gleich Weil es halt super bequem ist für den Kunden, ja. Und es gibt ja die Alternative der klassischen Überweisung. Warum wird die nicht genommen? Weil es einfach zu lange dauert, ja. Und
diese Kombination bieten mittlerweile auch bestimmte Kryptowährungen an. Das heißt, auch dort ist das Geld sofort da. Und es ist trotzdem wie eine normale Überweisung. Das heißt, es ist kein Unterschied. Wenn ich das Geld jetzt ganz normal überweise, ist es, habe ich genau denselben Rechtsanspruch, als wenn ich jetzt meinetwegen eine bestimmte Währung in Dash, Litecoin oder was auch immer bezahle. Es ist kein Unterschied. Gut, jetzt wäre noch die Frage, das ist noch aufgekommen, auch aus der Community, ob ihr denn auch Mitarbeiter in Kryptowährungen bezahlt? Also mit den Händlern haben wir ja geklärt, dass ihr auch Waren entsprechend einkauft, sofern das denn möglich ist. Aber wie sieht es mit Mitarbeitern aus? Das ist wirklich ein echt blödes Ding, zumindest in Deutschland. Meine Mitarbeiter haben Kryptowährungen Kasse bezahlt und nicht über die Firma als klassische Betriebsausgaben gemacht, ja. Weil hier ist es echt mit dem geldwerten Vorteil und so weiter, das ist echt nicht so einfach. Wo ich es sehr lange schon mache, das ist, wie ich erst schon gesagt habe, externe Dienstleister werden bei mir regelmäßig in Kryptowährungen bezahlt, weil dort ist es absolut kein Problem. Die stellen mir eine Rechnung, ich überweise die Rechnung in der Kryptowährung, Thema erledigt. Bei Mitarbeitern, zumindest in Deutschland, geht das nicht so ohne weiteres. Oder es ist mir einfach nur nicht bekannt. Vielleicht hat sich ja mittlerweile was geändert. Wie es in anderen Ländern, / Österreich, Schweiz ist, keine Ahnung. Könnte ich mir aber sehr gut vorstellen, dass es dort einfacher ist. Ja, also dem kann ich mich nur anschließen. Es ist aktuell halt rechtlich, also man will ja seinen Mitarbeitern was Gutes tun. Ne? Ja. Aber es bringt halt nichts, wenn du den dann in Kryptowährung bezahlst und der am Ende des Monats dann mehr Steuern noch on top bezahlt und im Endeffekt mit, keine Ahnung, einem Fuffi extra rausgeht. Obwohl man halt sich dachte, okay, jetzt machen wir hier mal eine richtige Freude. Daher für deutsche Mitarbeiter aktuell noch zu unsicher. Also die ganzen externen Dienstleister, Freelancer oder sonstige IT-Services, die bezahle ich auch in Kryptowährungen. Das ist alles kein Problem. Also auch selbst bei der Personengesellschaft genau das gleiche Spiel. Ich habe eine Rechnung, ich überweise das in Kryptowährung A, B oder C und dann ist die Sache erledigt. Kann ich bestätigen, seit vielen Jahren nutzt du den Skonto. Ja, hey, Skonto ist Skonto. Ja, natürlich würde ich. Dazu ist es da. Ja, genau. Deswegen. Waren kaufen ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Also ich versuche auch immer, meine Lieferanten dazu bewegen, die Kryptowährung zu nutzen. Und der Großteil meiner Lieferanten, also ich würde sagen 95% oder so, sitzen alle in Deutschland. Das sind, also da führe ich schon seit Jahren Gespräche, sagen wir, das ist eher eine langsame Nummer. Die wollen wahrscheinlich sich nachher auch erstmal absichern, so, naja, was ist denn das? Und wollen wir das wirklich machen? Wie läuft das? Und so weiter. Und ich hoffe, dass ich da in den nächsten Jahren mehr Berichte darüber liefern kann, dass tatsächlich meine Lieferanten auch gesagt haben, ach komm hier, gib mir die Coins. So, ich habe schon wieder 33% Inflation auf meinen Euros, jetzt nehmen wir auch die an. So, also das ist so mein langfristiger Wunsch, dass ich tatsächlich 100% meiner Waren-Ein- und Ausgänge in Kryptowährungen lösen kann. Also, weil das ist ja im Endeffekt ja das Ziel. Man möchte ja eine, wie ist denn der deutsche Begriff dafür, Circular Economy? Also praktisch alles wird nur noch in Kryptowährungen abgewickelt und die Fiat-Währungen sind gar nicht mehr notwendig. So, also das ist mein persönlicher Traum. Ja, ja, also fragentechnisch, glaube ich, wären wir soweit durch. Jetzt wäre eben, möchte ich euch noch ein bisschen Raum bieten, wenn ihr noch irgendwelche Topics habt. Ich kann abschließend zu diesem Thema sagen, es ist deutlich einfacher als man kann relativ unkompliziert damit einfach Handy nehmen, Überweisung von A nach B schicken, ja. Wenn man nicht genau weiß, wie es funktioniert, kann ich wärmstens alle Arten von Meetups empfehlen. Wer nicht weiß, was es ist, www.meetup.com und hingucken. Dort trifft man Gleichgesinnte meistens auch in der eigenen Region oder ein paar Kilometer entfernt, die man zu den Themen befragen kann. Es gibt diverse Gruppen auf Telegram und so weiter, wo die Leute einem auch und wie gesagt, einfach anfangen und mal ausprobieren, wenn einem die Sache was wert ist. Ja, das heißt, wenn man die Hoheit über sein Geld behalten will und auch selbst entscheiden will, mit wem und wie lange man Geschäfte macht. Genau. Das zum einen. Und zum anderen habe ich zwei Anmerkungen noch für unsere Zuhörer,
die jetzt irgendwie noch überlegen, ja, soll ich es ausprobieren oder nicht? Zwei Gedanken möchte ich mitgeben. Also der erste Gedanke ist, wenn die Welt, wie sie aktuell ist, ne? Also aktuell sieht es ja überall schlecht aus. Wir haben wirtschaftliche Probleme, gesundheitliche Probleme etc. Ne? Welche Art von Kunden möchte man lieber haben? Kunden, die an Kaufkraft verlieren oder Kunden, die an Kaufkraft gewinnen? So. Wenn man in seinem Unternehmen Kryptowährungen einsetzt und das Ganze auch langfristig aufzieht, ja, dann kann selbst aus der kleinsten Marge, die man in Bitcoin oder sonstiges eingenommen hat, ein viel größerer Eigenkapitalbetrag werden, als es jemals mit Fiat-Währungen möglich wäre. So. Also wer sich an meine Anekdote von vorhin erinnert, ich habe angefangen, Kryptowährungen zu akzeptieren im Dezember 2018. So. Ihr könnt selber ausrechnen, was das für ein Unterschied ist. Und oh, ist, ja. Ja. Und selbst wenn man in schmalmargigen Branchen unterwegs ist, also hier Elektronik zum Beispiel oder sonstiges, ja, kann es sich trotzdem lohnen, was mit Fiat-Währungen absolut unmöglich ist. Ja. Also alleine die PayPal-Gebühren fressen die Marge bei den meisten dieser Art von Produkten auf. Ne? Also man müsste viel teurer verkaufen. Das heißt, dadurch, dass man die Kryptowährungen akzeptiert, hat man einen weiteren Marktvorteil, der auch noch krisenunabhängig ist. Also oder unabhängiger. Ich muss aber dazu anmerken, dass es nur dann gilt, wenn du die Kryptowährung direkt akzeptierst. Gehst du über irgendeinen Zwischenhändler, dann verlangen die von leben, ja. Und dann, auch wenn die Gebühr deutlich geringer ist, geht da natürlich auch immer ein Happen weg. Ja, also. Und darum, wie du es machst, selber machen. Genau, mit selber machen hat man sowieso die besten Karten und für den Zeitpunkt, wo man dann austauschen muss, muss man sich halt einfach informieren und eine passende Börse finden, die einem adäquat erscheint. Ja. Und auch hier, es gibt so viele, die funktionieren so mittlerweile so einfach, ja, dass die Zeiten sind vorbei, wo man hier Informatik studiert haben muss, um sowas machen zu können. Und auch nochmal, sollte es Fragen geben, werden irgendwelche Kontaktdaten verlinkt? Wenn ja, könnt ihr uns auch ja, gerne. Ja, können wir sehr gerne machen. Ich denke, ja. Das kann hilfreich sein, um. Ne, genau. Also da helfen wir gerne weiter. Ich kann auch gerne helfen, jemand da in der Region, wo man Leute persönlich befragen kann, wenn es dazu mal Klärungsbedarf gibt. Ja, das ist mittlerweile alles halb so wild. Ja, also ich denke, die Basics sollte man sich angelesen haben, bevor das man das als Unternehmer natürlich tätig wird, um da einfach nicht die falschen Entscheidungen zu treffen. Und das haben wir jetzt mal grundvorausgesetzt hier. Genau, und die zweite Sache habe ich noch nicht gesagt. Genau, also die zweite wichtige Sache, die man im Hinterkopf behalten muss, ist, die Kryptowährungsgemeinde ist sehr gut miteinander vernetzt. Also da wird viel über alle möglichen Dinge gesprochen. Und wenn man ein Produkt anbietet oder eine Dienstleistung, die von so guter Qualität ist, dass Leute sie mit Kryptowährungen tatsächlich auch bezahlen wollen, dann spricht sich das von selber rum. Das heißt also nicht nur, dass die eigenen Margen besser in einem längeren Zeitraum werden, sondern dazu bekommt man auch, ohne eigene Mittel noch extra dazu einzusetzen, neue Kunden, wenn man gute Leistungen liefert. Das sind, also, es ist gratis Marketing und nochmal eine Kapitalverbesserung. Also, für das Beispiel mit der Kapitalverbesserung kann man ja einfach sagen, naja, Elon Musk haben es jetzt gemacht und Michael Saylor, bloß halt auf so einer exorbitanten Mega-Ebene. Die jetzt nicht für den allgemeinen Unternehmer jetzt natürlich nicht machbar sind. Also das ist natürlich, muss man ja Butter bei die Fische. Aber selbst in kleinerem Bereich hat es den gleichen Effekt für das eigene Unternehmen. Und man ist dann natürlich auch viel entspannter. Also ich persönlich, also ich wüsste nicht, ob ich damals ohne Kryptowährungen jemals ein Unternehmen aufgemacht hätte. Weil diesen dauerhaften Stress im Hinterkopf zu haben, dass die Inflation mir die Kaufkraft wegfrisst und ich da eigentlich nur durch Preissteigerungen oder Qualitätsminderungen
dagegen ankämpfen könnte, ne, würde mich wahnsinnig machen. Ich will ja meinen Kunden nicht irgendwelchen Schrott verkaufen, sondern ich will, dass meine Kunden zufrieden sind mit dem, was sie haben und lange daran Freude haben, weil sie dann natürlich wiederkommen und mich weiterempfehlen und so weiter und so fort. Und das ist mit Fiat-Währungen eigentlich unmöglich. Deswegen kann ich es jedem Unternehmer, egal wo ihr jetzt gerade seid, kann ich es nur empfehlen, baut Kryptowährungen noch heute ein. Nicht morgen, heute. Schreibt es auf die Website, auf Twitter, Instagram, was weiß ich, was ihr macht. Schreibt es einfach drauf und probiert es aus. Im schlimmsten Fall habt ihr keine weiteren mehr Umsätze. Im besten Fall erfreut ihr euch an dem libertären Traum, echtes Geld von freien Menschen für ein freies Unternehmen zu haben. Achso, das war jetzt total pathetisch, aber. Nein, wir lassen das als Schlusswort stehen, würde ich sogar sagen. Super. Das fand ich super. Ja, dann danke ich euch, dass ihr hier wart. Vielleicht setzen wir das nochmal irgendwie fort, wenn neue Fragen aufkommen oder. Gerne, wenn es irgendwelche Fragen gibt. Kontaktdaten haben wir ja. Würde mich sogar freuen, wenn wir den Gedanken nochmal aufgreifen würden. Vielleicht konkrete Probleme ansprechen. Das war jetzt ihr erstes, so ein Kennenlernen, was ist möglich und so weiter. Vielleicht. Genau, so vielleicht haben wir jetzt die Initialzündung gelegt und dann kann man schauen, ob im eigentlichen Prozess dann Fragen aufkommen. Ja. Was ich in Gesprächen sehr häufig gemerkt habe, unglaublich gerne gehört, wenn dann so Leute dann, und ich unterhalte mich mit denen, hey, wie läuft das? Und dann erzähle ich Beispiele von anderen Unternehmen, ja, dann sind die immer total still und sagen mehr, mehr, mehr. Das interessiert dich, ja. Weil sie, vielleicht liegt es auch daran, momentan haben wir genug Scheiße um die Ohren, sorry, wenn ich so direkt sage, ja. Und da ist man natürlich halt besonders hellhörig, wenn es mal um alternative Ansätze geht. Und vielleicht ist das ja ein Thema für später mal. Würde mich freuen, bin auf jeden Fall dabei, wenn das Interesse besteht. Gerne. Ja, dann bedanke ich mich auch bei euch. Es war ein sehr interessantes Gespräch, muss ich sagen. Man konnte noch recht viel lernen. Gerade die Vorteile im internationalen Handel, die hatte ich so gar nicht gesehen gegenüber einem Dienstleister wie PayPal oder so. War sehr interessant und ja, vielen Dank. Gerne doch. Gerne.